Guten Morgen, jetzt zum dritten Mal diese Szene hier, meine Güte. Wir leben hier in einer absoluten Endpsychosen-WG, das ist geisteskrank, wirklich, was hier passiert. Hey, kriegst du bei Rank dann eine Sperre? Ja. Alter. Das Leben ist verdammt hart, Brudi. Ah ja, aber minus 50 Esse, Alter. Aber ist auch angenehm, wenn du da keinen Kindergarten hast. Richtig. Wie bitte, was? Ich habe Hodenkrebs seit meinem 7. Lebensjahr. So, nochmal Gummo, bevor hier wieder irgendwelche Flugzeuganzahlen geändert werden. Boah, Junge, der Pimmel ist ja genau auf meiner Kopfhöhe, Alter, Junge. Alter! Okay, oh, Junge! Max, oh, Junge, Max! Junge, hör auf jetzt! Du, oh, Junge! Ihr seid nochmal weitergeschlafen, das ist sehr ehrenwert. Omega Lull, das ist ja das ist die von Donald Trump oder so. Ja, ja, ja. Ja, wie geht's dir so? Ja, gut, kannst du dir bitte was anziehen? Nein! Wie hat das funktioniert? Ich bin ja sehr wohlfühlend, weil der lief alle so, weil alle immer lief im Garten Eden auch so rum. Ich hab mich nie geschämt. Du bist ein verbindend. Bis sie dann vom Baum der Erkenntnis dann genascht haben und dann erkannt haben, dass ich später fast nackt war. Ne, die haben vor allem erkannt, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Gotteslästerer, echt, das sortiere ich mit dieser Aussage. Du siehst doch hier gerade eins der Geschlechter, das ist doch kein Penis. Schau genau hin. Alter, ey, was, Alter? Oh, Max. Also, du erkennst doch die Modifikation. Junge, Alter, du Arthur-Hilfe. Junge. Junge. Oh, Junge, Max, Schluss jetzt. Du bist masturbiert einfach, Junge. Ja. Das ist ein Schakel-Vlog, Alter. Was ist da gestern passiert mit dem Herrn Lubitz? Junge, diese Homo-Geschichte. Ich weiß nicht, was du meinst. So Homo mit dir und Gama. Oh, lecker Frühstück, Brudi. Sharia-Polizei, das Finale, Alter. Dann landet ihr im See mit einem Stein am Fuß. Junge, Schaka hat so ein krankes Tor geschossen gestern. Junge, Leverkusen einfach krass. Wie geht's dir heute mit der Krankheit? Ja, aerodynamisch. Wir kaufen jetzt hier gerade massiv ein und das ist alles reduziert. Heute ist einfach der Glückstag. Das ist so geil. Feins, Snacks, damit die anderen auch noch was zu snacken haben. 5 Öcken nur für diese gigantische Packung. Das hier für den Junior. Und Henry. Das ist wirklich stabil einkaufen. Große Packung Energy Drinks ist auch im Angebot, die nehme ich natürlich auch mit, um meinen Bräs was Gutes zu tun und für ihre Gesundheit zu sorgen. Frühstück. Und das ist das Frühstück dieses Mannes. Haram. Stabiler Merch übrigens. Dankeschön. Selber. Hm. Achso, hier. Yeah. Haut und Kindercreme, wer hat das denn gemacht? Ach, Junge. Was? Haut und Kindercreme? Ist das Game aus Kindern oder von Kindern? Da. Oder für Kinder? Das ist aus Kindern. Für den Karan. Junge, das. Junge. Junge, das ist schön kalt und so. Ich hab da keinen Bock gerade drauf. So, dein Frühstück ist endlich serviert. Ja, das ist Ostern in der Schweiz. Das stimmt, wir haben andere Tage hier. Mhm. 8 Tage Wochen hier. Alter, ich kann doch nicht, wenn jetzt Schokolade ist nur so. Oh, doch, du kannst. Dieser Kakao ist durch die ganze Welt gereist, um jetzt in diesem Schlund zu landen. Schmeckst du's? Das wurde in den Hochfeldern Äthiopiens geerntet. In der Tat. Ich versuche jetzt diesen Topf zu reinigen, der andere war nicht zu reinigen. Das Messer passt zu seiner Frisur. Nee, lass mal. Mm-mm. Nee, nee. Schmeckt's? Mhm. So, jetzt wird mein feinstes Frühstück zubereitet. Das ist das gute Leben. So. Und die Haxe wird hier fein säuerlich. Wie viel hier noch dran ist, du hast dran gegessen, ich hab dran gegessen und jetzt esse ich nochmal dran. Eine massive Empfehlung geht raus an dieses Restaurant in Österreich. Also 1,5 Kilo
Kein Sachse. Ah nee, das, Junge, das ist schon viel zu viel. Mülltrennung im Maul des Esels. Das, die Schweinehaxe hat einfach ein drittes Leben, das ist so wunderschön. Ja. Nee, aber wir machen es zu Schweizer Döner. Aber das ist doch wie geil. Hey. Du bist übrigens sehr sexy. Bist du eigentlich Single? Oh, was ist denn hier los? Ist das fein so Schimmel? Ach Mann, oh. Das wird dann was mit diesem Haram-Döner leider nicht ganz so köstlich. Ja. Aber sieht wirklich aus wie Dönerfleisch. Das ist neue, das hier. Ja, aber das sind alles so. Was ist dein Statement zu Schweinedöner? Schwein kommt mir nicht auf den Tisch, wenn, dann komme ich um Schwein. Base. Komm hier. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist. Oh, der Mann fährt. Der Witz wird niemals alt. Das folgende Drecksgeschwätz musste leider mal wieder vollkommen zensiert werden, Brudi. Die Grenze wurde soeben überschritten. Gratulation. Bekommst du jetzt eigentlich direkt 500 Euro? Junge, ich freue mich auf meine bezahlte Wohnung. Ja, das. Grüße an Patrick Siegen. Junge, das. Wo kann ich jetzt hier direkt Asyl beantragen? Also ich glaube, das wird ja automatisch überwiesen. Wir müssen zum Sinn seiner BIM-Automaten. Endlich wieder in der Heimat. Ich habe es verdammt nochmal vermisst. Wo ist denn mein Schatz? Oh nee, der Bus ist komplett blockiert. Kannst du so lange mein Freund sein, Schatz? Nein. Das bringt Glück, wenn man seine Glatze streichelt. Knorrst im Angebot. Und man merkt, der Deutsche rammelt sich die Taschen voll. Das ist einfach nur schön. Gesunde Kost im Maul des Esels. Wichse. Ich distanziere mich von Deutschland. Bist du wirklich eigentlich glücklich? Also dieser Mann ist von Deutschland sozusagen als Wirtschaftsflüchtling in die Schweiz migriert. Wie war die Entscheidung? Ja, nicht schwer, wenn ich ehrlich bin. Schaut euch mal die Steuersätze an und was ihr da verdient, da müsst ihr nicht lang denken. Und seid im besten Fall eine Fachkraft. Bist du eine Fachkraft? Technisch gesehen schon, ja. Alter Jägermeister, sag mal, ey, du bist doch Hector Panzer, oder? Alter, kannst du mal Jägermeister schnell gefallen? Halt's Maul. Ich mein's wirklich ernst, halt deine Maul. Absolut stabiler Einkauf. Endlich mal wenigstens eine der neuen Gunnergy-Sorten bekommen. Bisher noch nichts gefunden in Frankfurt, aber überall hier. Und das gönnt sich dieser Mann. Steht mit zur Ernährung. Sehr ausgewogen und gesund. Das ist das Wichtigste. Wir haben jetzt endlich den Gunnergy. Der wird natürlich jetzt verkostet. Das ist absolut stabil. Get on my level. Gehstück für Gönnen. Yes, Gastritis, Genitalverstümmel und natürlich auch Gay. Hämorrhoiden im Maul des Kamels. Also wir verköstigen hier den neuen Gunnergy. Also die anderen drei Sorten, die habe ich gar nicht gut gefunden. So vor allem der Blaue hat so nach billiger Brause geschmeckt und der Rote einfach nach dem Molke-Erdbeer-Getränk mit Kohlensäure. Und wir sind große Fans von Montana Black. Peach ist ein mieser Hater. Überraschend. Prost! Das schmeckt in der Tat nach Peach. Ja. Ich finde, der schmeckt sogar am angenehmsten bis jetzt. Ja. Geht echt fit, der ist nicht mal gekühlt. Ja, eben. Ja, also für ungekühlt? Ja. Eine stabile 6,3 von 10. Würde ich dem geben. Ist tatsächlich der beste, den ich jetzt vorhin bis jetzt hatte. Nee, ist in Ordnung, kann man trinken. Was denn, soll ich das probieren? Ja. Ah oh, nee. Ich mach diesen Schmutz da aus der Hand weg. Okay, hier ist der Gönner. Nein, das hier. Marcel Ehres ist kein Verbrecher. Ich distanziere mich. Kamelurin, mehr kann ich nicht sagen. Ja, mit der Hate. Ja, das schmeckt gleich viel besser bei dem Gedanken.
Ey, der Elias hat es gerade gekostet und ist drauf gekommen, was ich die ganze Zeit denke. Und zwar schmeckt das nach diesen Apfel- bzw. Peach-Pfirsichringen, diese klassischen. Und Rolli. Ja, das ist einfach exakt dieser Geschmack, das ist geil. Oh ja, naja. Dann bringst du wirklich deine eigene Energy raus? Bald. Ich mag den, weil der so grob ist und zerzaust. Ich denke, wir könnten heute noch mit ihm ein Gangbang starten. Diese Buben mit diesen Getränken, wir sind Konsumopfer. Ja. Will noch jemand? Nein. Ich schmeiß den Eis weg. Nein. Das hat Pfand, Mann. Ja, dann stell ich's dir hin. Du kannst doch dieses Getränk da nicht hinstellen. Und wie ich das kann, dieses Getränk. Ich werde übrigens nicht gesponsert, ich habe nur Probleme. Normalste zwei deutsche Bänke überhaupt. Junge, der Rabe frisst den Müll, das ist einfach nur schön, wirklich. Also, das macht mich wirklich sehr geil. Smirnoff, Alter, Junge, das erste. Ich habe noch nichts gegessen, das ist wirklich. Ich habe auch nichts gegessen. Das ist ein Gewinnerfrisch. Ja, ich esse da gleich meine Brezel mit Eis, oder? Ja, moin! Ja, ich! Ja, moi! Melde Hunde, Heinrich! Jo, Metall! Hund! Geh, steht für gönnen! Ich hab. Wegen Gönnergy. Ein sehr langes und gesundes Leben vor mir. Da die Männer gefühlt alle auf Diät sind, bin ich jetzt der Einzige, der Mittagessen geht. Ich werde mir eine Pizza gönnen. Und es gab gerade Gespräche über den Konsum von Hustensaft, obwohl hier niemand hustet. Und ja, ich bin gespannt, was dieser Tag noch bringen wird. Junge. Es muss viel mehr gecarspottet werden. Na, ja, geht doch. Diese ganzen Fettwänste haben keine Ahnung, was sie hier verpassen. Die Brees sind bereits alle nach Hause, weil sie das Fußballspiel schauen wollen. Ich betätige mich jetzt seit langer Zeit mal wieder etwas körperlich und laufe die ganze Strecke. Das sind einige Kilometer. Mahlzeit! Junge, was zum Geier! Alter, wer die Skripte hier schreibt für die Videos, braucht echt eine Gehaltserhöhung. Und laufe wieder mal einige Kilometer an diesem wunderschönen See entlang. Das kann doch nicht schaden. Mann, ey, wirklich. Ja, hallo, was bist du denn für ein wunderschönes Fahrzeug? Leider steht er im Stau, aber Maschallah, dieser Gött. Oh nee! Ach, wunderschön. Sonnenuntergang ist da hinten. Schauen Sie sich das an. Ein Traum hier in Konstanz am Bodensee. Und ich habe natürlich den Brees auch noch was mitgebracht. Cheetos und Takis. So muss das sein. Achso, nee, das Wasser ist natürlich nur zum Waschen. Ich würde niemals ein Getränk ohne Zucker und Koffein trinken. Zwischen all dem Wahnsinn, Geschwätz und was weiß ich, das tut einfach immer noch mit am besten. Die Ruhe, die Natur, diese wunderschöne Welt. Auch wenn es da hinten anfängt zu regnen und schon ein paar Tropfen kommen, ist mir alles egal. Das hier, das ist so wundervoll und belebend und befreiend. Und dazu ein bisschen Bewegung. Ja, Bewegen ist wirklich wichtig. Natürlich nicht für meinen birnenförmigen Freund. Das Einzige, was ich da bewegen sollte, ist die Nahrung hinab in den Magen.
Huhn. Feinstes Huhn, um genau zu sein. Ja, so sieht man sich also wieder, mein Lieber. 1000 Kilometer weit weg von Amsterdam. Denkst du, du kannst mir entkommen? Ja, ja. Da ist er. Das Dreckschwein. Sieht so aus, als wäre er auf der Lauer, aber nein, ich bin auf der Lauer. Nach ihm und jetzt reicht's. Jetzt wird der Hals umgedreht, Brudi. Man sieht sich immer mehrmals. Bitch! Da ist er ja. Fußball wird geschaut, der Mann ist sogar im Bayern-Trikot. Das ist ein wahrer Fan. Hey, jungen Hass. Manuel Geier. Ich bin Manuel noch viel gayer. Dio Flaschenaal. Das bin Manuel am Gayesten. Ist alles hier wieder krank und es eskaliert schon wieder, wenn ich diese Chips hier auf dem Tisch sehe, diese Unmengen. Wenn ich diese Unmengen an E zum Sebs, drei Flugzeuge. Tagis, Alter, Junge, das ist absolute chemische Scheiße, Junge, der ballert schon lieber Kokain. Ich habe eine Bestellung erhalten, dieser Mann hier ist hungrig auf Snacks. Das steht genau da. Das ist Peter München. Das ist Peter München. Peter München. Schnitt. Wie schmeckt diese Geschmacksrichtung? Ey, hier ist doch. Wie viel? Hier. So. Ja, hier. Schmeckt geil, ähnlich wie der Pedopimmel von mir. Ach so. Sehr salzig. Kannst du bitte nochmal ausführen, auf andere Art, wie das schmeckt vielleicht? Na, es schmeckt wirklich geil, Alter. Nochmal, bitte. Alter, es schmeckt wirklich sehr geil. Ähnlich wie eine französische Hure. Für Chichi. Alter. Mal schauen, dass dieses Kleingeld jetzt bei McE zergeben wird. Das ist absolut unfair. Mein Essen ist noch nicht da und dieser Mann speist bereits köstliche Nahrung. Mac Kamelpimmel. Meine Mahlzeit ist endlich eingetroffen. Oh ja, das schmeckt. Das ist einfach geiler Zeug hier. Was trinkst denn du hier? Spülwasser. Das sieht wirklich genau danach aus, Brudis. Ja. Abendmahl. Oh, der Fuß ist innen. Das. Ach Mann. Ach Mann. Kann man die Socken erwerben? In der Tat. So, jetzt wird hier mal wieder vom Allerfeinsten gekocht von unserem wunderbaren Schwarzafrika. Nee, das wollte ich doch gar nicht sagen. Du musst dir den N-Wort sagen. Nein! Ach so, was dann? Alter Junge, gibt's denn eine einzige normale Szene mal? Auf keinen Fall. Und kannst du bitte beschreiben, was ich mache? Du fässt die ganze Zeit dein Genitalien und verschwindest jetzt hier. Ja, entweder oder. Ja, auch nicht zu spät, kurz so kriegen wir es. Er ist geflohen! Wirklich sehr wichtig. Wenn du jetzt wieder anfängst. Ja, gut, wusstet ihr, dass dieser Adler so ein wirklich sehr netter, junger und attraktiver Mann ist? Das ist korrekt! Ach Mann, ich hasse euch alle.
Ich hasse euch so sehr. Oh, Junge, das habe ich absolut nie vermisst. Ah, Junge, hallo, ich sehe nichts, Alter. Hämorrhoiden. Das sieht wirklich mit Liebe gemacht aus, Alter. Geil. Ich konsumiere übrigens gerade in diesem Moment CP. Jetzt werde ich schon wieder gezwungen, diese verdammten Bildungsserien hier zu schauen. Junge, du wohnst doch hier direkt. Was? Nein, der wohnt hier direkt. Ach du meine Güte, Statement. Hey, ich halte das alles nicht aus. Und leugnest etwa die Reptiloiden? In der Tat. Statement zu Reptiloiden? Ja, dieser Mann. Dieser. Ja? Hat sehr viel Geld gescammt. Alter. Wer ist denn das? Ist das ein böser Mann? Ja, aus dem Geist. Oh nee, Alter, warum guckst du das denn an? Was? Wenn das ein böser Mann ist. Alter, Max, reicht jetzt mal, Mann. Du liegst auf meinem scheiß Bett, wie oft noch? Jo. Ja. Ein Statement zu diesem Livestream? Alles ganz normal, wie immer. Das ist der Krebsspenden-Stream. Er braucht jede Spende. Arthur Sumpex, zeig mal Länge, ihr Homos. Der Spenden-Stream läuft gut. Ich hoffe, du das ganze nicht geheilt werden. Die ganzen Spenden werde ich natürlich erhöhen durch Online-Casinos. Junge. Der Livestream. Wenn Kiffen ab den 1.4. legal wird, macht es denn überhaupt noch Spaß? Nee, dann steige ich auf Heroin um. Adlerssohn schreibt im Chat. Was? Der Adlerssohn schreibt im Chat. Ich vermittle meinen Vater. Alter. Da steht, da hat wirklich ein Adlerssohn dein Account gehackt. Adlerssohn steht auch. Also Adlerssohn. Ich hab AIDS. Mr. Diabetes, tanzt ja einfach gerade betrunken im Livestream. Junge. Das ist nicht Twitch-konform, Bruder. Das ist historisch. Ja, das ist das absolut. Das ist epochal. Ein paar letzte Worte für heute, Brudi. Irgendwie ist es, die haben da der Router verbuggt rum. Aber die Internetverbindung ist einfach nicht weg. Die sind immer noch da. Okay. Und der letzte Worte von dir, Brudi? Fußpilz. Okay, dokili. Herr Panzer, und der letzte Worte von Ihnen? Okay, der Mann ist mal jetzt verstorben. Und jetzt nur von diesem wundervollen Mann. Mein Junge. Barello ist mein Vater.